Diese Woche, meine Damen und Herren, stand wieder voll und ganz im Zeichen einer nicht gehaltenen großen Rede. Ausgerechnet Guido Westerwelle sollte sie halten. Natürlich hielt er sie, wie so viele vor ihm, nicht. Große Reden werden nämlich nur sehr selten gehalten und in der Regel sofort wieder vergessen. Niemand kann sich erinnern. Das Gedächtnis wie ausgelöscht, wie eingeschläfert. Christian Wulffs Ansprachen werden ja inzwischen mit großem Erfolg in der Anästhesie eingesetzt. Dennoch flackert bei den Deutschen immer wieder diese Sehnsucht auf nach großen Visionen, nach Pathos, Pulverdampf, nach der großen Rede, den Ruckreden, den Ruckzuckreden, die totale Ansprache. Leider, die Letzten, die breite Masse in Bann schlugen, waren Hitler und Goebbels, also wirklich die allerletzten. Die wahren, die echten, die großen Reden, die gab es nur in der Antike. Ich sage Demosthenes, ich sage Cicero, ich sage Westerwelle. Ja, große Reden brauchen ebenso anderthalb Jahrtausende Reifezeit, um sich voll zu entfalten. Die Deutschen müssen nur abwarten bis, sagen wir, zum Jahr 3511 und dann einfach wieder reinhören bei Westerwelle und erschauen. Was sagt er eigentlich gleich nochmal? Ein Podcast von das Erste.de.